Okay, dann noch einmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Es gibt eine kleine Planänderung. Also hier ist nicht Friedemann und macht die Präsentation. Mein lieber Kollege ist leider krank. Deswegen übernehme ich das Ganze. Mein Name ist Pina Maginot. Zu meiner Rechten und Linken sind meine zwei lieben Kollegen Michael Barschew und Michael Kohnen. Während der Präsentation, während dem Webinar, besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen, schon währenddessen. Und die beiden werden mich dann supporten und die Fragen schon mal ein bisschen abfangen. Wobei wir auch nach der ganzen Präsentation auch noch mal die Möglichkeit haben, ungefähr so 15 Minuten oder auch ein bisschen mehr, wenn noch viele Fragen offen sind, die Fragen zu klären im Q&A. Die zwei schalten sich wieder dazu. Wir werden das Ganze schön moderieren und auch in der Software gerne noch mal was zeigen, wenn noch was unklar ist. Ja, zu den Fragen. Wenn die Fragen passend sind zu dem, was die Pina gerade zeigt und wenn sie wirklich interessant sind, dann werden wir sie wahrscheinlich direkt mit reinholen und ich werde sie der Pina kurz durchgeben. Genau. Wichtig ist auch, es ist mir jetzt in den anderen Webinars aufgefallen, es kommt manchmal vor, dass wir eine Frage nicht sofort verstehen, dass wir dann im Chat euch nachfragen, es näher zu erklären. Bitte kopiert dann doch nochmal die erste Frage wieder mit rein. Wir haben hier häufig sehr viele Fragen, also teilweise manchmal 40, 50 offene Fragen. Und wir sehen dann den ersten Teil der ersten Frage nicht mehr. Und dann müssen wir das immer erst suchen gehen. Also ihr helft uns wirklich, eure Fragen besser zu beantworten. Auch eventuell von vornherein die Fragen detailliert erklären, vielleicht auch ein Beispiel, wenn ihr irgendwas habt, weil manchmal kommen wirklich nur so Fragen mit vier Wörtern an und ja, da müssen wir leider immer wieder zwischendurch nachfragen. Wie gesagt, danach, wenn die Pina die Demo fertig hat, werde mir die ganz interessanten Fragen rausnehmen und die werden wir danach nochmal gemeinsam besprechen und vielleicht auch wird die Pina dann noch ein paar Sachen zeigen können. Genau. Und auch ganz, ganz wichtig, weil es auch oft gefragt wurde die letzten 2 Tage schon, die Webinars werden alle mitgeschnitten und wir werden auch dann auf jeden Fall online gestellt und man kann sich es nochmal anschauen. Also falls irgendwas unklar ist oder man möchte sich es nochmal anschauen, es wird alles nochmal hochgeladen. Also ihr Genau. bekommt alle im Grunde nach dem Webinar irgendwann, wenn das Video fertig ist, das dauert meist ein bisschen, bekommt ihr eine Mail mit dem Link. Da könnt ihr euch nochmal registrieren, um das Webinar nochmal anzuschauen. Dieser Link wird aber auch dann einen Tag oder 2 Tage später auf unserer Webseite exocad.com/webinar auch veröffentlicht. In ein paar Wochen, wenn wir mit dem ganzen Webinars durch sind oder wenn es dann mal zu Ende ist, werden wir die ganzen Videos auch nochmal auf YouTube in einer Playlist veröffentlichen. Okay, Pina, ich habe genug Genau. geredet, dann Gut, dann viel Spaß auf kannst du jeden Fall bei dem. loslegen. Genau. Also das Webinar ist natürlich auch da, um alle ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen. Wir hatten ja Ende letzten Jahres das neue Plovdiv Release. Und auch in den Webinars möchten wir natürlich diese Highlights zeigen und versuchen auch alle Topics auf jeden Fall euch näher zu bringen. Was bedeutet es zum Beispiel, was jetzt in der DentalDB ganz neu mit dabei ist, zervikale Adaption. Das ist eine neue Option, die mit inkludiert ist mittlerweile und diese Funktion werde ich auf jeden Fall zeigen. Einmal mit zwei normalen Kronen, um den Unterschied zu sehen, was passiert denn mit meiner Krone, wenn ich jeweils eine dieser Optionen benutze, zur Präparationsgrenze ziehen, so wie wir es gewohnt sind, oder wenn wir die Bibliotheksform des Zahns erhalten. Das ist wirklich eine super Funktion. Erstmal dann eine kleine Arbeit mit zwei Einzelzähnen im Frontzahnbereich. Anschließend werden wir das Ganze nochmal erweitern und was wir auch schon als Topic haben heute ist die Implantatbrücke. Es ist eine dreigliedrige Brücke auf zwei Implantaten und hier werden wir auch jeweils diese Optionen benutzen, beziehungsweise die neue Option benutzen, wie dann zum Beispiel, dass diese Zähne umgewandelt werden in ein Wax-Up, digitales Wax-Up sozusagen und dann nicht an die Präparationsgrenze gezogen werden. Das ist wirklich eine super Funktion, wenn die Zahnposition oder auch die Implantatposition nicht perfekt zur Zahnposition passt.
Das Ganze werden wir heute durchgehen. Hier sieht man es auch nochmal, die Agenda. Ich gehe nochmal ein bisschen auch auf die Jobdefinitionen ein. DentalDB werde schon mal kurz ein paar Sachen erklären. Wie gesagt, dann das Design von zwei Frontsankronen, die dreigliedrige Brücke, okklusalverschraubt und hier auch nochmal alles, was es so zu wissen gibt bei Abutmentarbeiten. Hier ist auch nochmal gleich aufgeführt, was es Neues gibt mit den Parametern. Zervikal anpassen, die Optionen mache ich gleich auf. Und hier auch nochmal der Unterschied, was passiert, wenn ich meinen Zahn positioniere und das Ganze dann an die Präp, also an die Präp oder an den Rand von dem Abutment sozusagen ranziehen lasse. Dann wird meistens der Zahn ziemlich verformt, was wir nicht immer haben wollen. Deswegen werden wir dann auch hier die Option benutzen, Bibliotheksform erhalten des Zahnes und dann wirklich schön anpassen. Genau, hier ist auch nochmal kleiner Vergleich, aber in der Software werden wir es auch gleich nochmal richtig schön sehen. Und wie gesagt, das ist nur ein kleiner Überblick, wie das dann gleich aussehen wird. Von daher, genau. Hier nochmal ganz kurz, bevor wir es vergessen. Ganz wichtig ist, wir haben ja immer die Freiheiten im Expertenmodus, alles vor und zurück zu machen, uns andere Optionen reinzuholen. Und hier ist es auch so, wenn ich jetzt bei einem Modellieren merke, dass es einfach von der Zahnpositionierung zur Präparationsgrenze nicht passt und ich habe dieses nicht angewählt, dann habe ich immer noch im Nachhinein die Möglichkeit, über den Expertenmodus oder beim Modellieren die Möglichkeit, diesen Bibliothekszahn als Pontik umzuwandeln und diese Option einfach noch später noch zu nutzen. Ich muss nicht von vorne anfangen. Wie gesagt, also von daher auch mal hier unser Spruch, Your freedom is our passion. Wie gesagt, alle Freiheiten bietet unsere Software natürlich. So, dann starten wir mal hier mit der Software. Ganz kurz nochmal zur DB, hier auf zwei, drei Kleinigkeiten nochmal ein. Wir können natürlich hier den Kunden wählen, den Patientennamen, Techniker natürlich. Und hier in der Jobdefinition können wir auswählen, welche Krone oder welche Art von Arbeit wir designen möchten. Hier das Material dazu wählen und über die Optionen und Parameter können wir noch mehr einstellen und auch später gleich dann hier diese Anpassung wählen. Auch hier ganz wichtig zu wissen, Mindestdicke, Zementspaltdicke. Sobald ich jetzt hier einen Parameter verändere, wird der farbig markiert und wenn ich es speichere, und ich mache die gleiche Arbeit für diesen Kunden noch einmal, einfach diese nochmal auswähle, ist dieser Parameter direkt sichtbar und wird übernommen. Das heißt, ich kann spezifisch für meine Kunden verschiedene Parameter über Dicke vom Rand, über Zementspalt und so angeben. Dann noch ein ganz kleiner Trick, den nicht jeder kennt. Wir haben ja die Möglichkeit, mit Steuerung Shift zu arbeiten und zum Beispiel Zähne zu markieren. Aber ganz wichtig zu wissen ist, wir können auch den Zahn einfach irgendwo hinziehen. Wichtig hier, ist egal, ob ich jetzt den benutze oder den. Ich kann in den gegenüberliegenden Kiefer verfahren sozusagen oder hier rüber kopieren. Oder auch, wenn es ein falscher Zahn ist, kann ich den einfach wieder löschen, indem ich einen leeren Zahn nehme, wie zum Beispiel den Achter, den dann meistens nie definiert ist, und kann hier einfach wieder alles löschen und rückgängig machen. Oder mit der Shift-Taste gedrückt halten, über die Zähne fahren. Und dann ist auch wieder alles sauber und gelöscht. Wie gesagt, das ist ein kleiner Trick. Steuerung Shift geht natürlich immer, aber dieses Drag and Drop, wenn man verschiedene Typen hat an Arbeiten, ist wirklich eine super Option, schnellen Fall anzulegen. So, aber für unsere heutige Arbeit laden wir mal kurz einen schon abgespeicherten Fall. Ist jetzt hier nochmal in Englisch geschrieben, aber auch kein Problem. Sobald ich eine aufmache, anatomische Krone, wir haben das Material gewählt. Hier ist zervikal anpassen, zur Präparationsgrenze ziehen. Das ist der eine Fall. Und der zweite, was wir ausgewählt haben, ist hier Bibliotheksform des Zahns erhalten. Und beim Modellieren sehen wir ganz schön, was genau der Unterschied ist. So, das heißt, wir starten hier. So.
Okay, der Scan ist importiert. Wir können weitergehen. So, ich habe in meinen Einstellungen Smile Creator starten, beziehungsweise in den Settings kann ich das aktivieren, dass sobald mehr wie ein Frontzahn generiert ist oder angegeben ist, der Wizard vom Smile Creator automatisch startet. Natürlich, ich habe das Modul aktiv, von daher ist das hier direkt sichtbar. Wenn ich das nicht nutzen möchte, gehe ich einfach weiter und überspringe den Punkt. So, wir haben die Präparationsgrenze. So, das bedeutet, ja, wir legen die Präp-Grenze an, ganz normal, ein Klick, kontrollieren, ob alles okay ist. Wir können hier auch nochmal über Ändern und Zeichnen natürlich Punkte bewegen. Wir können Punkte rauslöschen oder neue hinzufügen. Das ist ja das, was wir kennen. Wir gehen weiter, legen die zweite Präp-Grenze an. Alles super, wir gehen weiter. So, über den nächsten Schritt würde ich jetzt gar nicht so viel Zeit verlieren wollen. Kronböden, natürlich alle Parameter, die vorher schon angegeben sind, werden hier übernommen, können aber immer jederzeit auch hier verändert werden, indem ich einfach in den Reitern hin und her springe und sage, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel den Randparameter verändern oder was anderes zum Beispiel. So, wir gehen auch direkt weiter. Bekommen hier unsere Zahnplatzierung. Die normalen Generic-Zähne werden geladen. Auch nochmal ganz kurz hier, wenn ich jetzt diese Zahnbibliothek nicht möchte, die Form gefällt mir nicht, zum Patienten passt es nicht, kann ich zum Beispiel hier in den Hintergrund klicken und alle anderen Bibliothekszähne, die zur Verfügung stehen, laden. Generic ist ausgewählt als Default, aber ich kann natürlich auch hier zum Beispiel eine andere, neue, die dazugekommen ist, wählen. Das ist unsere Exophan Library. Und dann haben wir zum Beispiel auch noch diese Psaris, die sind sehr markant, ein bisschen, ja, sehr schön. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt diese etwas kantigere Zahnform verwenden. Ebenso das Gleiche, wenn ich nur einen Zahn wechseln möchte, dann klicke ich direkt auf den Zahn und kann hier für diesen zum Beispiel eine andere Form wählen oder einen kompletten ganz anderen Zahn. Ja. So, ansonsten geht's los. Wir können hier logischerweise skalieren, drehen den Zahn. Wir können auch in eine Richtung, mesial-distal zum Beispiel auch, oder den Zahn verlängern. Hier mit den Shortkeys arbeiten, also Steuerung und Shift oder auch beide zusammen gedrückt halten. Da würde ich mal kurz ein bisschen positionieren, wenigstens ein bisschen schön. Wie gesagt, um die Position geht es jetzt erstmal gar nicht. Wichtig ist zu sehen, was passiert mit der Krone, wenn ich die neue Option benutze. So, das heißt, wir gehen auch direkt weiter. Und hier sehen wir direkt, die Krone wird adaptiert an die Präparationsgrenze. Das heißt, der Zahn verliert ziemlich an seiner Form, wenn man es im Vergleich sieht zu dem zweiten. Genau, da ist ein bisschen was, hat sich verändert. Der zweite bleibt so stehen. Ich kann jetzt hier natürlich frei formen, kann ich aber auch einfach direkt weitergehen. Anpassen überspringe ich auch. Und wir kommen zu dem neuen Schritt. Sobald ich dieses Bibliothekszahnform erhalten gewählt habe, wird ein virtuelles Backsub erstellt. Der Unterschnitt wird kurz angezeigt. Können wir auch direkt weitergehen. Das dauert einen ganz kleinen Moment, wird kurz ausgeblockt. Auch natürlich hier gibt es natürlich Einstellmöglichkeiten, aber wie gesagt, möchten wir jetzt hier gar nicht benutzen bei so einer normalen Krone.
So. Okay, so dann ist dieser kleine Schritt mit dem virtuellen WorkSub-Scan generieren. Das heißt sozusagen, die Arbeit wird umgewandelt in ein digitales WorkSub. Und man sieht jetzt hier sehr schön, wie das angerechnet wird, ja? Und die Zahnform hier nicht gestreckt wird. So, ansonsten gehen wir auch direkt weiter. Hier im nächsten Schritt können wir ganz normal freiformen, auf- und abtragen. Das ist jetzt wieder das Gleiche, wie wir es kennen. Wir können Material auftragen, wir können hier Material kletten oder auch hier zum Beispiel. So, wenn alles passt, gehen wir auch weiter. So, gut. Dann haben wir hier den Unterschied. Das kann ich ein bisschen drehen. So, hier im letzten Fenster sind wieder alle Optionen offen. Ich bin fertig, natürlich komme ich zurück. Ich kann sagen, fertige Teile freiformen oder natürlich im Expertenmodus, wenn ich hier im Expertenmodus bin und hier in meine Toolbar gehe, kann ich jeden einzelnen Schritt nochmal öffnen. Oder auch zum Beispiel direkt auf eine Krone klicken mit der rechten Maustaste und auch nochmal alle möglichen Optionen öffnen, wie zum Beispiel Präparationsgrenze korrigieren. Selbst wenn ich das schon getan habe, ich merke, okay, jetzt ist irgendwas nicht korrekt, kann ich einfach alle Optionen nochmal hier öffnen und brauche nicht von vorne beginnen. So, dann würde ich sagen, dass ist in Ordnung. Dann starten wir mal mit der zweiten Arbeit. So, hier haben wir vorbereitet unser heutiges Thema, dreigliedrige Brücke, also Implantatbrücke. Genauso mit dieser neuen Option. Bei implantatgetragenen oder okklusal verschraubten Arbeiten ist es wirklich super, da der Zahn nicht im Prinzip zum Implantat gezogen wird. Man möchte ja vielleicht manchmal den Schraubenkanal nicht direkt durch die Krone durch haben oder es passt einfach nicht und dann verzieht die Software nicht die ganze Arbeit. So, ansonsten haben wir hier anatomisches Käppchen ausgewählt, Implantat getragen, okklusal verschraubt und hier Bibliotheksform des Zahns erhalten. Dazwischen haben wir natürlich ein Pontic und hier hinten das gleiche nochmal. So, ansonsten haben wir zwei Gipsmodelle in Okklusion. Hätte ich das Ganze jetzt mit einem Artikulator logischerweise gescannt, hätte ich den hier auch auswählen können. Ist jetzt in dem Fall aber nicht. So, und dann starten wir wieder die CAD. Okay, der erste Wizard-Schritt startet direkt. Implantatposition erkennen für Zahn 1-6. Hier möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen, auf unserer Internetseite auf exocad.com gibt es einmal den Reiter Integration und hier natürlich ganz wichtig die verschiedenen Bibliotheken zum Runterladen. Für alle gültigen Update-Verträge oder Dongle mit Update-Vertrag ist dieses Download-Portal verfügbar. Wichtig ist nur, dass man die Dongle-Nummer weiß oder auch den Reseller kontaktiert, wenn man Support braucht. Und hier wichtig zu wissen, hier gibt es alle aktuellsten Bibliotheken zum Runterladen. Und man sieht schon, hier sind ganz viele Komponenten mit drin, 2900 Bibliotheken. Das ist eine Riesenmenge. Und die werden auch ständig abgedatet, weil neue Funktionen auch dazukommen. Die eine Option werde ich auch gleich nochmal zeigen. Die ganzen Bibliotheken sind hier auch gefiltert. Das heißt, man kann wirklich schön sagen, okay, ich möchte jetzt einfach mal schauen, welche ist denn vielleicht da neu dazugekommen. Und wenn ich dann auch nochmal hier sage, Bibliothek herunterladen, sieht man zum Beispiel, die ist ganz aktuell, die ist vom 9.3. Ja? Das heißt, man sollte da auch immer schauen, dass man die aktuellste Bibliothek hat, weil vielleicht neue Optionen dazugekommen sind oder auch an sich neue verfügbar sind. Ganz neu auch hier logischerweise mit Exoplan-Bibliotheken.
Und brandneu sind hier die Full-Denture-Bibliotheken, die auch zum Download bereitstehen. Das heißt, hier gibt es auch alle Möglichkeiten, die Bibliothek, die man schon hat, zu erweitern. Aber auf das Thema werden wir nochmal eingehen in dem separaten Webinar über Full-Denture. So, ansonsten haben wir hier die komplette Bibliothek, die ich mir anzeigen lassen kann. Wenn ich natürlich sehr viele im Angebot habe oder mir schon runtergeladen habe, dann ist die Liste sehr, sehr lang. Wichtig ist, dass man sich Favoriten setzen kann mit dem kleinen Sternchen hier hinten. Das heißt, über das Dropdown-Menü kann ich hier dann wirklich meine Favoriten nur anzeigen lassen. Und zum Beispiel in diesem Fall ist es das Desimplantat. Muss ich auswählen, welchen Durchmesser ich habe und welchen Typ und sehe dann direkt schon den ScanBuddy und kann mit einem Klick auf den roten Punkt den ersten Abgleich machen. Und ganz wichtig, beim Best Fit Matchen ausrichten, die Steuerungstaste zu drücken und sehe ich direkt, passt das Ganze denn wirklich übereinander. Ja, da sehe ich hier auch nochmal das schöne Lineal beziehungsweise die Farbskala und sehe, okay, hat das Matchen gepasst, ist es auch der richtige und kann dann weitergehen. So, ansonsten werde ich jetzt etwas machen, was jetzt nicht konform ist, sage ich mal, nicht Standard, aber ich möchte noch eine neue Option zeigen, die mittlerweile verfügbar ist. Bei meinen Favoriten habe ich jetzt zum Beispiel ein Anti-Trading mit drin. Ich kann auswählen, welcher Durchmesser, Titanium Base. Sobald ich das natürlich Best Fit angleiche, passt das natürlich nicht. Aber wie gesagt, wichtig ist, ich möchte eine Option zeigen. Wenn ich weitergehe, bekomme ich jetzt hier die Titanbasis eingeblendet. Das kann auch in einem späteren Schritt passieren, dass ich einfach merke, okay, ich habe jetzt hier eine Titanbasis, die passt vielleicht gar nicht. Ja? Und das Schöne ist auch hier, das neu dazugekommen ist, ich kann in den Expert-Modus wechseln. Den Scan schalte ich mir mal kurz weg. Klicke direkt auf das Implantat und habe hier einen neuen Punkt, der neu ist im Plovdiv. Das bedeutet, hier kann ich die Anschlussgeometrie einmal, wenn es eine Titanbasis ist, zum Beispiel in verschiedene Positionen drehen. Das wird richtig interessant, wenn dann abgewinkelte verfügbar sind. Das heißt, hier kann ich einmal wechseln oder drehen, der Titanbasis einstellen, beziehungsweise auch, wenn ich sehe, okay, ich habe den falschen ScanBuddy ausgewählt, beziehungsweise die falsche Titanbasisgröße, kann ich hier einfach sagen, 3,8 ist mein richtiger, kann sagen, okay, und ich muss nicht nochmal neu scannen. Das ist auch das Neue, was wir jetzt hier im Plovdiv mit hinten hinterlegt haben. Wichtig ist, nicht jede Bibliothek kann das bisher. Das wird aber auch immer mehr wachsen, dass dann mehr Optionen auf jeden Fall verfügbar sind. Bei einem Einzelabatment zum Beispiel und ich habe Custom Abatement ausgewählt, kann ich dann vielleicht auch nochmal switchen in ein Preform zum Beispiel. Also da gibt es dann mehr Optionen, die dann noch offen sind und dann auch auswählbar. So, ansonsten gehe ich wieder zurück in meinen Wizard-Modus. So, dann legen wir mal das Emergenzprofil fest. Die eine Möglichkeit ist, das Emergenzprofil festzulegen über 4 Punkte. Die Software schaut aber hier nach einer Kante sozusagen und man sieht, selbst wenn ich den Punkt etwas weiter runtersetze, dass die Linie relativ oben auf der Kante liegt. Wie gesagt, ich lasse es jetzt einmal so, beziehungsweise ich könnte es auch über Ändern und Zeichnen logischerweise weiter nach unten ziehen. Die zweite Option, die hier noch auch natürlich verfügbar ist, ist direkt zu zeichnen. Das heißt, hier kann ich sehr schön die Linie direkt anzeichnen oder mein Emergenzprofil festlegen und zum Beispiel 1 Millimeter unterhalb von der Kante bleiben, vom Rand, weil ich möchte ja meistens dieses Emergenzprofil etwas tiefer angelegt haben. Und da kann ich ganz einfach hergehen und direkt zeichnen, was auch sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, kann über Erkennen oder über Zeichnen direkt gehen. So, ansonsten gehen wir weiter. So, hier haben wir die Option, Zähne zu spiegeln oder zu kopieren. Da wir jetzt nur einen kleinen Scan haben, fehlt Information. Von daher überspringe ich den Punkt und lade die normalen Modellzähne. So, Antagonist kann ich mit A ausnehmen. Bei der Zahnplatzierung sind wir hier auch wieder im einfachen Modus.
Oder noch dazu kann ich mir den Kettenmodus aktivieren. Das bedeutet, alle Zähne sind miteinander verbunden. Ich kann hier loslegen mit der Positionierung. Zum Beispiel hier meinen Kontaktpunkt erstmal fixieren und kann dann den Rest in jede Richtung ziehen. Auch wenn ich zum Beispiel einen Zahn jetzt fixiert habe, wenn ich direkt an den Zahn klicke oder also den direkt anfasse, kann ich ihn trotzdem noch verändern. Nur wenn ich zum Beispiel den Nachbarzahn anfasse, dann bleibt dieser fixiert. Das ist der kleine Unterschied. Ansonsten kann ich hier das schön ausrichten, kann die Zahnpositionierung machen, kann auch hier skalieren, ich kann drehen, kann es wieder fixieren, natürlich. So, ich gehe wieder in den Einzelmodus zurück, kann hier das noch ein bisschen wegschieben. Das werde ich auch noch ein bisschen drehen. So, und das Schöne ist natürlich jetzt hier mit der neuen Funktion. Schieben wir noch ein bisschen schön hin. Okay, man sieht ja jetzt schon hier, das Implantat schaut im Prinzip nicht oder schaut neben dem Zahn raus, macht aber nichts, weil wir einfach weitergehen und unsere neue Option nutzen werden. So, ansonsten gehen wir erstmal noch in den Abutmentboden. So, bei dem Abutmentboden gehe ich nur ganz kurz drauf ein, über die Kontrollpunkte. Logischerweise kann ich die Punkte verschieben, auch mit dem Scan, wenn ich das möchte, oder auch ohne. Sobald ich den rosanen Punkt deaktiviere, kann ich frei verschieben und adaptieren. An die Gingiva ist mit dem rosanen Punkt aktiv. Über die Schieberegler hier kann ich, oder über den kleinen Button, indem ich den einfach mehrfach drücke, kann ich das Profil verändern und eine schöne Form erzeugen, aber auch mit den Schiebereglern zum Beispiel arbeiten. Hier über den Abstand sehe ich sehr schön, okay, wo habe ich denn jetzt Kontakt zum Zahnfleisch? Und hier möchte ich noch eine kurze weitere Expertenfunktion zeigen. Auch hier switche ich mal ganz kurz. Die Anatomie nehme ich raus. So, hier klicke ich auch wieder direkt auf den Zahn 1,6 zum Beispiel, kann sagen Emergenzprofil frei formen und habe im zweiten Reiter die Option anzupassen. Hier kann ich sagen, ich möchte ein Offset auf 0 oder Minus und kann zum Beispiel direkt hier Emergenzprofil an Scandaten abschneiden. Und dann wird es richtig schön angepasst. Ich kann es natürlich noch frei formen, also da habe ich alle Möglichkeiten. Nur so werde ich zum Beispiel direkt, wird es schön angepasst mit einem Klick und ich habe eine schöne Form zum Beispiel. Also wie gesagt, da gibt es ganz viele Optionen und Möglichkeiten. Genau, ich habe es gemacht. So, wie gesagt, entweder kann ich über den normalen Modus gehen oder auch hier über das Expertenmodul. So, hier sind wir wieder im Freiformschritt. Hier oben zum Beispiel können wir auf- und abtragen, wir können kletten, wir können anatomische Formen verändern. Das heißt, wenn hier zu viel Kontakt besteht, kann ich natürlich das hier anfassen und verändern. So, genauso den ganzen Zahn, wenn das Pontik jetzt zum Beispiel nicht so perfekt ist, kann ich das hier natürlich auch verändern. Ansonsten haben wir hier über Anpassen entweder die einzelnen Reiter zum Anpassen, approximal zum Pontik und okklusal und natürlich hier unten noch alle Durchdringungen abschneiden. Das heißt, die Software macht es in einem Rutsch einmal komplett für mich. So. Dann gehen wir hier vorne noch mal kurz übers Kletten. Bei der Klettfunktion ist auch noch mal ganz wichtig, also Shift-Taste bedeutet die Speed-Funktion sozusagen. Das heißt, ich mache den Turbo an. Das heißt, es wird mehr geklettet. Und die zweite Option, die ich habe, ist die Steuerungstaste. Ganz wichtig. Ich sehe auch in dem Lumen, wie die Farbe wechselt. Bei der Steuerungstaste sieht man, dass es blau wird. Das heißt, die Form wird oder die ganze Fläche wird sozusagen geschützt und wird nicht reduziert. Das ist auch nochmal hier schön zu sehen, wenn ich mit der Maus über das Kletten-Symbol gehe, Form erhalten, kletten. Das heißt, hier zerstöre ich mir nicht
Die Oberfläche kann man anwenden, zum Beispiel bei einem Teleskop am Ende mit dem Freiform, dass man einfach über das Teleskop nochmal drüber geht oder auch beim Abutment mit der Steuerungstaste gedrückt hält und schön die Form schützt. So, ansonsten gehen wir hier weiter. Wieder die Unterseite von einem virtuellen Worksub wird erzeugt. Das können wir mal kurz laufen lassen. So, ein kleiner Berechnungsschritt. Und genau, wir kommen in den nächsten Schritt rein. Man sieht hier immer noch, der Zahn ist komplett separat, also hat sich nicht adaptiert an das Abutment. So, hier schrumpfen, das ist das ganz Normale. Hier im Dropdown-Menü sind natürlich auch andere Optionen verfügbar, aber wir können natürlich ganz normal schrumpfen, können die Tiefe entscheiden, können anwenden, können bestimmte Stellen auslassen. Also hier sind alle Möglichkeiten vorhanden. Wir gehen aber direkt weiter und schrumpfen erstmal unsere Arbeit. So, wir sind wieder im nächsten Schritt drin mit Freiformen. Würde ich auch direkt überspringen, damit wir in den nächsten Schritt reinkommen mit den Verbindern. Hier nehme ich mal kurz das Struss mal raus und kann hier schön die Verbinder sehen. Schön gelb dargestellt. Ganz kurz. Ich habe die verschiedenen Formen, ich habe meinen Bereich von der Dicke, ich kann meinen Verbinder frei positionieren, ich kann mit der Shift-Taste den Verbinder dehnen in eine Richtung zum Beispiel oder auch hier mit dem gelben Mittelpunkt von dem Verbinder mit der Steuerungstaste diesen einfach verschieben in eine oder versetzen sozusagen in eine bestimmte Position. Falls ich noch mehr möchte, haben wir hier über den Freireiter natürlich die Möglichkeit, jeden einzelnen Punkt anzufassen und nochmal zu verändern. Bekomme das Ganze auch visualisiert, angezeigt von der Größe, von der Dimension, bin ich hier noch absolut in meinem Querschnitt, den ich wünsche. So, ansonsten gehen wir weiter. Jetzt wird das Backsub generiert. Das dauert einen kleinen Moment. Das heißt, der Bereich wird aufgefüllt. Meine Zahnform bleibt aber erhalten. So, okay. Wir können weitergehen. Haben hier nochmal die ganz normale Freiformen. Auch wiederum alle Möglichkeiten. Gehen auch direkt weiter. Bekommen hier den nächsten Schritt mit den Schraubenkanälen. Hier kann ich adaptieren, entweder an die Anatomie, ans Gerüst, was die meisten machen. Ich kann den komplett ausschalten. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auch hier über diese kleinen Kontrollpunkte kann ich auch einzeln logischerweise den Schraubenkanal gestalten. Wie gesagt, ich lasse es aber jetzt erstmal am Gerüst. Genau, so die Dicke und die Höhe, alles da. So, wir gehen weiter. Die Arbeit wird zusammengefügt. Und hier im Freiformen, also beziehungsweise wenn es zusammengefügt ist, gehe ich nochmal gerne ins Freiform rein. Dadurch, dass wir immer aktiv haben, dass das Ganze als SLM abgespeichert wird, also Laser Melting oder beziehungsweise auch fürs Drucken optimiert, haben wir eine schöne Oberfläche. Das heißt, Verbinder und die Krone, das ist eine Oberfläche. Und übers Freiformen wiederum kann ich hierher gehen und kann wirklich schön über die Arbeit fahren und kann noch mal ein bisschen das Ganze kletten und noch ein bisschen optimieren. Also hier einfach noch mal schön drüber fahren, hier das kurz kletten. So, genau. Dann gehen wir weiter. So, die möchte ich natürlich übernehmen, die Änderung. Bin hier wieder zurück und genau, kann natürlich immer noch mal hier den Expertenmodus starten. Wenn mir jetzt irgendwas auffallen würde, hier unten in der Toolbar oder auch mit Rechtsklick,
kann ich hier ganz einfach sagen, konstruierte Teile löschen. Das hört sich erstmal böse an. Auch hier unten ist das kleine Symbol. Das bedeutet aber nur, dass die zusammengefügte Arbeit, die erzeugt wurde, einfach aufgehoben wird und ich kann dann alle Einzelteile nochmal dran. Das heißt, jetzt bin ich wieder komplett offen und kann zum Beispiel den Verbinder aktivieren und sage Verbinder löschen. Ich kann ihn einfach sagen, ich möchte ihn umgestalten und mache einfach den Verbinder nochmal auf. Ich kann das Projekt öffnen, indem ich in den Hintergrund klicke oder hier unten in die Toolbar. Und wie gesagt, wenn ich eine ganz spezielle Option nochmal haben möchte, wie zum Beispiel den Verbinder zu löschen oder neu zu gestalten mit einer anderen Form, dann kann ich einfach das Element, was ich anfassen möchte, einfach nochmal anwählen und kann jede einzelne Option nochmal hier starten. Auch hier sieht man Implantatanschlussbibliothek wechseln. Die Option gibt es natürlich auch jetzt noch. Also von daher alle Möglichkeiten offen. Genau, ich weiß nicht, ob denn schon irgendwelche Fragen noch aufgeploppt sind. Michael, habt ihr noch was, was ich direkt zeigen soll? So, ich kann euch leider nicht hören. Hi. Hi. Noch einmal bitte ganz kurz erklären, wofür genau ist das virtuelle WhatsApp? Okay, das virtuelle WhatsApp ist sozusagen einfach ein Objekt, was ich platziere. Also ich platziere meine Zähne. Und sie sind komplett unabhängig. Sie sind frei im Raum. Das ist genauso wie früher mit dem Wachsmesser. Wenn ich einen Wax-Up erstelle, dann habe ich alle Möglichkeiten. Also ich kann frei designen, ohne zum Bezug zur Präparationsgrenze oder auch zum Schraubenkanal. Wenn ich diese Option nicht verwende, wird der Zahn wird dann zum Abutment hingezogen und verliert ein bisschen die Form. Das war im Prinzip die alte Art zu arbeiten. Und da das einfach optimiert werden sollte oder wir es verbessern wollten, gibt es jetzt diese Möglichkeit, dieses zervikale Adaption auszuwählen und frei zu sein von der Gestaltung. Das heißt, diese Arbeiten werden als Pontics sozusagen, also einfach als freies Objekt genutzt. Und die bleiben da, wo sie sind und da, wo sie haben möchte. Also man kann das entweder mit dieser neuen Option für die Kronen einschalten oder in anatomische WhatsApp virtuell erstellen, ja, zwei Möglichkeiten. Das digitale WhatsApp hat vor allem einen riesen Vorteil in dem Moment, wo die Implantate nicht da stehen sollen, nicht da stehen, wo sie stehen sollen, was ohne Planung leider sehr häufig der Fall ist. Aber auch bei Stümpfen kommt es häufig mal vor, dass die Situation im Mund es erfordert, dass die Zähne nicht genau auch da stehen, wo der Stumpf steht. Und das digitale WhatsApp macht das gesamte Design, sagen wir mal, etwas robuster. Wir sind halt wirklich völlig frei in der Positionierung aller Zähne und am Ende wird das dann zu einem Mesh gemerged, sagen wir mal so, und wird dann intelligent, auf eine intelligente Art und Weise mit der Implantatplattform oder sprich mit der Margin des Zahns verbunden. Wie Michael eben sagte, ja genau, das digitale WhatsApp ist nichts Neues. Das gibt es schon, ich denke, seit der 2016er Version. Da konnte man das immer auswählen als WhatsApp und dann wählt man halt im, also als WhatsApp Krone oder WhatsApp Pontic und dort wählt man dann aus digitales WhatsApp, anstatt es zu scannen. Wir haben aber in den letzten Jahren festgestellt, vor allem auch häufig auf der Exocad Expert Seite auf Facebook, dass es nicht immer dann angewendet wurde, wenn es angewendet werden sollte oder halt Leute es einfach nicht finden, es nicht wirklich intuitiv war, die Nutzung mit dem digitalen WhatsApp. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, in der Plovdiv-Version das ein bisschen intuitiver zu gestalten in der Auftragsanlage, dass man halt dann wirklich bei den normalen Kronen und Brücken quasi auch diesen virtuellen WhatsApp-Prozess triggern kann,
indem man halt ZAN, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Genau, das Bibliotheksform ZAN, des Zahns genau. erhalten. Genau. Genau. Cervical anpassen. Genau, das ist ganz wichtig. Okay. Nächste Frage. Abgewinkelte Schraubenkanäle. Wie kann man das verwenden? Wie kann man das einschalten? Ist das bibliothekabhängig oder wie? Genau, also einmal bibliotheksabhängig. Das muss jeweils auch vorkonfiguriert werden von dem jeweiligen Hersteller. Das kann ich natürlich jetzt nicht frei komplett aus dem Bauch heraus sagen, welche von unseren 3000 Implantaten alle das können. Wie gesagt, also wenn es verfügbar ist, dann kann man auf jeden Fall diese Option wählen, den Schraubenkanal abzuwinkeln. Da muss Ich man weiß aber gar nicht, einfach, ja. vielleicht könnt ihr mir gerade helfen. Muss man immer noch eine Konfiguration in der Software dafür haben oder ist es jetzt schon Nein, drin? das ist Default. Man muss natürlich das Implantatmodul haben, logischerweise. Dann Genau. kommt man in einem Schritt einfach rein und kann den Schraubenkanal anwählbar machen, beziehungsweise einfach an den Winkel einstellen und per Klick sozusagen dann das aktivieren. Wie gesagt, geht Auch. immer, wenn die Bibliothek es hergibt. Auch hier sollte man auch mal darauf hinweisen, habe ich auch schon sehr häufig gesehen, da wird auch gerne was verwechselt, dass Nutzer, die gewinkelte Schraubenkanäle machen wollen, dann die Option in Implantat getragen, kannst du mal gerade da klicken, ich kenne die ganzen Begriffe leider auf Deutsch nicht so, ja, die manuelle Positionierung dafür Positionierung. nutzen. Die ist eigentlich für etwas ganz anderes gedacht. Die ist dafür gedacht, dass wenn sie eine Titanbasis haben, und die aus Platzgründen beispielsweise irgendwie ein bisschen bearbeiten mussten, etwas weggeschliffen haben, und diese dann scannen möchten, statt mit einem Scanbody zu arbeiten, dann müssen sie da den Schraubenkanal per Augenmaß quasi draufsetzen. Jetzt habe ich schon Leute gesehen, die geglaubt haben, dass das die Funktion wäre, um Schraubenkanäle zu winkeln. Das ist eigentlich nicht dafür gedacht, ja. Genau, ja, genau. Und auch ganz wichtig zu sagen ist, es gibt auch von den jeweiligen Herstellern Limitierungen. Es gibt teilweise 15 Grad, es gibt 20 Grad, 25 Grad. Aber das ist auch wiederum von dem Implantathersteller bzw. von der Bibliothek abhängig. Das ist nicht etwas, was wir einstellen, sondern wir tragen nur die Limits ein oder auch die Möglichkeit ein. Und die werden aber uns auch vorgegeben. Ja, also das ist auch ganz wichtig zu wissen. Da gibt es eine interessante Frage. Kann es sein, dass manche Distributoren diese neue, so jetzt ist es nach oben gerutscht, diese neue Funktion Cervical Anpass noch nicht freigeschaltet haben? Es könnte sein, dass Distributoren noch eine andere WorkParams-Datei nutzen. Also das ist die Datei, in der die ganzen Materialien hinterlegt sind mit den Mindest- und Maximumwerten. Und wenn diese noch nicht angepasst wurde an die neuen Parameter, die verfügbar sind in der Software, dann findet die Software die nicht in dieser WorkParams. Da einfach mal beim Hersteller nachfragen. Sagen, ihr habt das hier gesehen und ihr würdet es gern nutzen. Normalerweise ist es dann möglich, das so freizuschalten, indem man halt die Default Work Params nutzt. Genau. Und wichtig natürlich ab Plovdiv, ab dem Release, das letztes Jahr im Dezember freigegeben wurde. Also das aktuellste Release dafür. Genau. So. Okay. Ich schau mal. Ja, Dann noch die. eine Frage zum Thema Schraubenkanäle. Wie wird die Form von abgewinkelten Schraubenkanal definiert? So definiert, damit ein Schraubenzieher reinkommt, ja? Ja, also das ist jetzt auch wiederum, es gibt einen Default-Parameter, wie wir den Schraubenkanal abwinkeln. Und es gibt aber nochmal dazu, auch wiederum muss es dann der Reseller dann logischerweise oder der Händler sozusagen dann supporten. Es gibt eine Möglichkeit, den Schraubenkanal auch von der Form zu verändern, also ein bisschen mehr noch runder oder eiförmiger. Da gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten. Man hat da, wie gesagt, nochmal ein Setting, was man platzieren kann, wenn man das ändern möchte, aber nur generell.
Es ist nicht so, dass ich mir jetzt auswählen kann, diesen Schraubenkanal möchte ich so haben und diesen so, sondern das ist ein Setting, was insgesamt greift und dann kann ich diese Schraubenkanalform noch etwas verändern, aber logischerweise immer so, dass die Schraube natürlich auch reinpasst oder durchpasst, die Originalschraube natürlich, ja. Da gibt es noch eine interessante Frage. Besteht die Möglichkeit, bei verschraubten Brücken mit stark divergenten Implantaten softwareseitig zu überprüfen, ob sich die fertige Arbeit eingliedern lassen wird oder ob man die Arbeit teilen muss? Ja, also es gibt auch wiederum hier in der Bibliothek Limitierungen mit Winkeln, die auch vorgegeben werden von dem Implantathersteller. Das ist in dem neuesten Release auch möglich zu nutzen. In den älteren Releases war es noch nicht ganz so, da hat es nicht gegriffen, beziehungsweise waren auch meistens gar keine Daten hinterlegt. Aber mittlerweile mit den neuesten oder neueren Bibliotheken, neueren Software können diese Limits auch eingestellt werden und werden dann auch angezeigt und zeigen auch an, wenn man über das Limit hinausgeht. So, ich sehe jetzt derzeit keine weiteren Fragen. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, wir haben noch Zeit. Genau, wir haben noch ein paar Minuten. Okay, da wird gerade gefragt. Also zwei Fragen habe ich noch nachgehakt, die ich nicht ganz verstanden habe. Auch die nächste verstehe ich nicht gerade. Wie sieht das aus in der Software? Okay, vielleicht auf die letzte Frage bezogen. Besteht die Möglichkeit, verschraubte Brücken mit stark divergenten Implantaten zu überprüfen? Du hast es gerade erklärt. Wie sieht das konkret aus? Also natürlich habe ich, also es gibt dann in der neuesten Version einmal ein Limit sozusagen, was hinterlegt werden kann. Trotz all dem, es gibt die Möglichkeit, so ein bisschen als kleine Hilfestellung Abstandsmesser. Und hier kann man zum Beispiel auch verschiedene Sachen messen. Man kann einen Winkel messen zum Beispiel. Also das hilft nochmal so ein bisschen, dass man einfach sagt, okay, mit Abstand und Winkel, dann kann man dann einfach sagen, okay, wie sieht es denn aus und kann dann so ein bisschen abschätzen, ob es denn passen würde oder nicht. Ja, hier kommt eine Frage, vielleicht versteht ihr sie. Das Loch kann geschlossen werden, wenn ich nicht mehr eine geschraubte, wenn ich am Anfang eine verschraubte Brücke definiert habe, aber am Ende sagt der Doktor, bitte nicht verschraubt. Ich gehe da mal davon aus, es geht hier darum, ob es dann eine Brücke auf Abutments sein sollte. Also okklusal verschraubt ist okklusal verschraubt und das ist auf jeden Fall mit Löchern. Wenn ich jetzt zum Beispiel Abutments habe, Custom Abutments, ja, ist auch schon schwierig, weil die Abutments müssen ja auf jeden Fall verschraubt werden und die Krone oben drüber ist logischerweise ohne Loch. Also von daher. Ja, also ich würde es auch so verstehen. Also wenn man jetzt eine verschraubte Brücke gemacht hat, dann will der Behandler dann doch Custom Abutments mit Brücke haben. Da muss man ganz klar die Konstruktion neu übernehmen. Was man hier machen könnte, ist der sogenannte Wax-Up-Workaround. Man könnte jetzt die bestehende Brücke, also das ganze Projekt duplizieren, die bestehende Brücke manuell mit rechter Maustaste als STL speichern und diese wiederum als Wax-Up später für das Sekundärgerüst reinladen. Das würde gehen. Das macht man generell auch gerne, wenn man Abutments konstruiert hat und das falsche Implantat ausgewählt hat. Da kann man es genau so machen. Dazu gibt es auch ein Video in unserem YouTube-Channel. Da kann man dann auch die fertige Konstruktion als Wax-Up neu hereinladen und so muss man nicht alles neu designen. Das Gleiche geht auch für Kronen und Brücken, falls man ein falsches Material gewählt hat. Genau, also ich habe es jetzt einmal eingeblendet, nur das Element und sage Wax-Up STL, Plain STL, sage Speichern. Natürlich hier wichtig, nur die sichtbaren Elemente und dann wird das sozusagen als einfach als Mesh abgespeichert und hier unten, wenn ich nochmal laden gehe und im Explorer das Ganze öffne, hier unten, dann habe ich hier mein Wax-Up STL. Genau.
Also von daher, das kann man einfach abspeichern und dann einfach wiederverwenden und dann benutzen als Situation, als Wax-Up und muss nicht jeden Schritt nochmal komplett neu machen. Ja, eine andere Frage hier, die hat der Mika gerade schriftlich beantwortet. Vielleicht reden wir trotzdem mal drüber. Gibt es die Möglichkeit, eine Konstruktion abzuheben, um eventuelle Störkontakte im Unterschnitt der Nachbarzähne, muss ich, Nachbarzähne anzuzeigen? Also ja, abheben kann man die Konstruktion nicht, aber man kann natürlich die Nachbarzähne ausblenden oder halb transparent darstellen lassen. Und man kann sich natürlich alle Kontakte oder Ja, Sektionen, Durchdringungen oder Kontaktabstände genau, anzeigen lassen. anzeigen lassen oder sogar auch Abstände anzeigen lassen. Es gibt auch eine tolle Funktion bei dem Anpassen der Approximalkontakte, die gibt es seit Matera, glaube ich. Da kann man nun entweder die Disc Cutters verwenden, also um wirklich flache Approximalbereiche zu definieren, Genau. oder noch schöner, was ich eigentlich die perfekte Lösung finde, ist für den täglichen Gebrauch im Labor, kann man die Nachbarzähne, die Unterschnitte an den Nachbarzähnen werden entsprechend der Einschubrichtung Genau. ausgeblockt. Das finde Genau. ich, ist eigentlich die perfekte Lösung. Und dann werden natürlich die Approximalkontakte an dieses quasi digitale Ausblockwachs angepasst. Genau, also ich habe es jetzt mal kurz aufgemacht. Also wir haben hier beim Anpassenschritt approximal Kollisionen ausblocken. Das ist dann in Einschubrichtung. Oder noch dazu ist dann hier auch der Disc Cutter. Und den kann ich hier auch dementsprechend verändern, verschieben, rotieren in alle Richtungen und werden als Default erstmal in Einschubrichtung eingeladen. Aber ich kann hier jederzeit es verändern. Und auch einen schönen Kontaktpunkt. Wenn es jetzt eine vollanatomische Krone ist und ich möchte einen schönen flächigen Kontaktpunkt haben, kann ich das hiermit auch super schön regeln und sehe das dann auch hier schön mit der Farbe auch, wo ist denn mein Kontaktpunkt? Genau. Nächste Frage verstehe ich auch nicht ganz. Bei Kollisionen ausblocken, richtet sich die Einschubrichtung nach was? Einschubrichtung von der Arbeit an sich. Wenn ich jetzt genau, also am Anfang wird ja auch eine Einschubrichtung definiert, beziehungsweise bei Kronen vor allem habe ich ja pro Stumpf eine Einschubrichtung und danach richtet sich das dann. Genau, und auch bei implantatgetragenen Restaurationen, da gibt es auch quasi eine Einschubrichtung. Da sollte die Software den Mittelwert aus den Implantaten rechnen. Genau. Genau, aber wir hatten ja noch mal ganz kurz diesen Schritt bei dem Wax-Up auch mit diesem Ausblocken, mit dem digitalen Wax-Up erstellen. Da gibt es ja auch noch mal so einen Schritt, wo auch eine Einschubrichtung auch angegeben wird, beziehungsweise vordefiniert wird. Genau. Das hat man auch Frage dazu. mal nach, ob es so beantwortet war. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Also wir haben auch immer noch ein bisschen Zeit. Ihr Ja. könnt uns gerne durchlöchern, wenn ihr möchtet. Dafür sind wir da. Genau. Genau, ansonsten werden wir ja nochmal, ich mache es nochmal kurz auf, weil es so schön ist, einmal hier auf unserer Internetseite, Webinars, sind alle Themen nochmal zu sehen. Das heißt, wir werden uns jetzt schön steigern. Wir werden hier wirklich alle möglichen Topics auf jeden Fall durchmachen. Wir haben zum Beispiel beim Partial ganz tolle neue Features im Ploftiv. Wir haben Full Denture ganz, ganz, ganz viele neue Optionen. Model Creator haben wir auch schöne Sachen und Exoplan und Guide Creator natürlich auch. Wie gesagt, hier sieht man einmal die Wochen, die Zeiten, die Sprache. Also wir haben ja vier Sprachen, die wir anbieten. Und wie gesagt, und Michael hat es ja vorhin schon kurz erwähnt, die Webinars werden dann auch aufgenommen. Die Teilnehmer kriegen natürlich einen Link, beziehungsweise wir werden es noch ein bisschen aufbereiten, noch ein paar Fehler rausschneiden, nee, Quatsch. Und dann auf jeden Fall auch auf YouTube hochladen. Okay, ich Das denke, war's. da kommt wahrscheinlich nichts mehr.
Ja, dann hoffe ich, dass es Spaß gemacht hat, ein paar neue interessante Sachen mit dabei waren und ja, ich hoffe, dass wir uns dann wiedersehen, ne? Da kommt noch gerade eine generelle Doch, Frage. Kann ich okay. das Webinar von Montag nochmal anschauen? Ja, das könnt ihr, wenn du nochmal hochscrollst auf der Webseite. Da seht ihr die Webinar, die abgehalten wurden. Steht Genau. dann Previews und Video Stream Available. Da gibt es einen Link und dann Genau. kann man sich die Videos nochmal anschauen. Wie auch Genau. eben zu Beginn schon erwähnt, in einigen Wochen, wenn wir ganz durch sind mit den Webinaren, dann werden die ganzen Videos auch als Playlist auf unserem YouTube-Channel archiviert werden oder quasi nochmal zur Verfügung gestellt werden. Okay, Genau. ich denke, das Dann war's dann. Ja, Pina, super. Dank. Ja, danke fürs Dank. Zuschauen und Ja, und danke bleibt euch fürs gesund. Zuschauen. Genau. Und hoffentlich bis bald. Tschüss. Ciao, Tschüss, ciao. ciao.